Hallo Leute, ich nehme euch heute mal zu einem anderen Video mit. Und zwar will ich ein paar Pfunde loswerden. Bei mir war es so, in Corona-Zeiten habe ich eigentlich recht viel Sport gemacht, weil ich auf einmal so viel freie Kapazität hatte. Und dann habe ich aber nebenbei noch ein Business angefangen, nicht YouTube, sondern ein anderes. Und es hat mir sehr viel Zeit geraubt und ich habe Sport nicht mehr an oberste Priorität gestellt. Essen musste dann auf einmal schnell, schnell, schnell gehen, egal ob gesund oder nicht gesund. Und genau, so kam es dazu, dass ich einfach auch ein paar Pfunde zugenommen habe. Ich weiß schon, woran es liegt. Ich liebe Essen, ich kann nicht so gut nicht aufessen. Also ich esse einfach immer weiter und wenn es mir schmeckt, dann esse ich auch über meinen Hunger hinaus. Ich mache eigentlich immer zweimal in der Woche Sport, also das ist so mein Standard. Das brauche ich auch für meinen Rücken, einfach damit ich da keine Schmerzen habe. Aber ja, ich weiß, dass ich auf die Ernährung achten sollte und vielleicht lieber dann dreimal in der Woche Sport oder einen sehr ausgiebigen Spaziergang oder eine Wanderung machen sollte. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf meine Reise, ja? Also das Wichtigste, finde ich, ist eh immer der Bauch, das sieht man am meisten. Also ich habe hier schon ein paar Röllchen und auch meine Oberweite finde ich zu groß. Meine Arme, mit denen bin ich eigentlich soweit zufrieden, aber ja, die werden wahrscheinlich dann auch einfach ein bisschen getonter werden. Und zu meinen Beinen. Meine Beine mag ich eigentlich total gern. Ich merke bloß, dass einfach meine Oberschenkel zu groß werden und deswegen ich nicht mehr in alle Hosen so unkompliziert reinpasse. Deswegen möchte ich eigentlich einfach auch wegen den Klamotten ein bisschen abnehmen. Mein Ziel ist jetzt mal 5 Kilo, aber je nachdem, ich schaue ehrlich gesagt mehr auf meinen Körper als auf die Waage. Ich habe auch gar keine Waage zu Hause. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht mein Startgewicht teilen. Jetzt am Anfang, ich traue mich noch nicht. Aber ich teile mit euch, wie viel ich Woche für Woche abgenommen habe und werde mich dann einfach bei meinen Eltern immer wiegen. Ich mach das gar nicht, weil ich mich selber nicht schön finde. Und das finde ich, das ist voll die wichtige Botschaft. Ja, also du bist schön, egal wie viel Kilo du auf den Rippen hast. Und das ist bei mir auch so. Ich finde mich schön. Ich finde, ich habe ein schönes Gesicht. Ich habe generell einen schönen Körperbau. Ich finde, ich bin stark. Das finde ich jetzt auch immer wichtig. Ich will meine Einkäufe selber unkompliziert nach oben tragen können. Und das dürfen wir als Frauen auch stark sein. Aber ich merke, dass ich eben nicht mehr in all meine Klamotten reinpasst. Das nervt mich und ich merke auch, dass ich mich im Bikini nicht mehr so wohlfühle. Und jetzt kommt auch der Sommer und ich möchte mich einfach wohlfühlen. Und fühle mich aber dennoch schön. Und selbst wenn es jetzt so bleibt, dann ist es halt so egal. Das ist so sind meine Beweggründe. Und genau, ich hoffe, du bist vielleicht motiviert, auch ein bisschen mehr Bewegung zu machen, gesünder zu essen, auch wenn gar nicht dein Ziel ist, abzunehmen. Finde ich, ist es immer ein guter Ansatz und ich will jeden motivieren. Aber ich will auch jedem sagen, dass er toll ist, so wie er ist. Und ich finde diese Bewegung, die es jetzt heutzutage gibt, so super mit dem Plus-Size-Model oder dass es voll normal ist, dass man bei H&M mittlerweile auch Curvy-Frauen und Poster sieht. Das finde ich so super und das will ich eigentlich unterstützen, aber ich will nicht mich komplett neu einkleiden müssen. Und deswegen, ja, geh einfach mit mir auf diese Reise. Ich werde versuchen, immer so eine Woche auch mein Essen ein bisschen mitzufilmen und hoffe, das gefällt dir. Am ersten Tag habe ich Haferflocken gefrühstückt, das mache ich fast immer. Mittags haben wir was beim Inder bestellt, da habe ich so eine Fisch-Mango-Soße gehabt und abends gab es bei uns Reibadachi mit Zucchini und Salat. Am zweiten Tag habe ich in der Früh Avocadobrot mit Rührei und Spinat gegessen. Mittags gab es Summer Rolls und abends eine leckere Süßkartoffel-Linsensuppe mit Garnelen. Ich bin dann auch noch spazieren gegangen, eine halbe Stunde oder länger, ich weiß es nicht mehr so genau. Und am nächsten Tag gab es wieder Haferflocken, mexikanischen Salat mit Süßkartoffeln. Und am Abend waren wir bei Freunden, da gab es Brotzeit. Ich habe aber auch noch was zu der Semmel gegessen. Und an dem Tag war ich im Fitnessstudio und habe eine Stunde Functional Training gemacht. Am nächsten Tag wieder Haferflocken, das gibt es fast immer. Süßkartoffelsuppe, die Reste und eine Lachsquiche mit Brokkoli und Lauch. Das Frühstück habe ich dann nicht gefilmt. Ich war auch da wieder spazieren. Ich habe einfach versucht, so ein bisschen mehr Bewegung zu machen. Dann am
fünften Tag gab es ein Brot mit Nuss und Banane. Dann mittags gab es Brotzeit auf dem Berg. Und abends gab es einen Bauernsalat. Da habe ich aber nicht alles geschafft. Den musste ich dann einpacken lassen. Es war so schön auf dem Berg. Es waren 960 Höhenmeter. Es war richtig anstrengend, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Am sechsten Tag gab es bei uns in der Kirche einen Brunch, deswegen habe ich da einfach Brotzeit gemacht. Mittags wollte ich eigentlich nichts essen, hatte dann aber so Hunger, habe eine Wurstsemmel gegessen und abends gab es den restlichen Salat. Ich war schwimmen eine halbe Stunde und Stand-Up-Paddeln hier auf dem See auch mindestens eine halbe Stunde, also habe da auch gut Bewegung gehabt. Am siebten Tag habe ich wieder Haferflocken gegessen, dann die restliche Quiche und Vollkornnudeln mit einer Avocado-Creme und Gemüse noch dazu und Rucola. Und auch da habe ich wieder ein Workout bei mir im Fitnessstudio gemacht. Wir haben da so Kurse, die mache ich ganz gerne mit, weil da kann man sich nicht drücken, da muss man alle Übungen mitmachen. Genau. So, Woche 1 ist vorbei, hier mein Nachher. Ich habe das Gefühl, dass meine Oberschenkel schon ein bisschen besser sitzt, meine Hose. Ich versuche immer das gleiche Outfit zu tragen, sodass man es gut vergleichen kann. Am Bauch sehe ich jetzt noch nichts. Die Waage sagt, 1,5 Kilo habe ich schon abgenommen. Habe aber auch sehr viel Sport gemacht. Ich habe jetzt gar nicht so streng auf die Ernährung geachtet, weil ich einfach auch voll viel eingeladen war oder unter Gesellschaft war. Es ist auch gar nicht mein Ziel, da voll arg mich einzuschränken, sondern ich will einfach so ganz gemütlich in meinem Alltag die 5 Kilo abnehmen können und mich da nicht irgendwie vergeißeln müssen. Genau, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniere mich gerne, teile das Video mit Freunden, wenn du gemeinsam irgendwie eine Abnehm-Gaudi starten willst oder einfach auch dich gesünder ernähren möchtest. Schön, dass du da warst auf meinem Kanal. Ich freue mich voll und wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Und ich wünsche dir, dass du dich annehmen kannst, so wie du bist.